Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop. Und im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben nicht nur einen neuen Emote hier auf der rechten Seite drin, sondern wir haben auch endlich wieder den Verge-Skin drin. Leute, ungelogen, einer der besten Skins, die es überhaupt in diesem Spiel gibt. Wer meine Streams verfolgt, weiß ja, ich feiere diesen Skin abnormal doll und spiele ihn auch extrem häufig. Er ist halt auch einfach verdammt geil und für nur 800 V-Bucks ist es einfach ein heftig guter Preis. Also ja, so schaut er aus, natürlich ohne Backpack, weil es nur ein 800er Skin ist, aber trotzdem einfach ein richtig geiler Skin. Dazu gibt es auch noch eine Hacke, nämlich den sauberen Schnitt für 500 V-Bucks. Mit diesem Sound und dann noch die Divergenz für 800 V-Bucks. So ein richtig nicer Gleiter, weil diese Turbinen hier, die haben so Strahlen raus und das hört sich in-game, wenn man fliegt, auch richtig krass an. Kann ich also auf jeden Fall sehr empfehlen, dieses Set, besonders halt wirklich den Verge-Skin. Leute, holt euch diesen Skin, falls ihr ihn noch nicht habt. Ich wurde ja auch in der letzten Zeit, immer wenn ich diesen Skin hier im Stream gespielt habe, gefragt, wann er denn mal endlich wieder rauskommt. Also wenn all diejenigen, die das mich immer gefragt haben, erst heute wieder drin, dann im nächsten Set haben, im nächsten Slot haben wir den Venturion drin, beziehungsweise auch die Ventura. Beide schauen relativ ähnlich aus. Im Grunde, ja, es ist einfach nur halt so ein Superheld. Beide haben auch so einen Superheldenumhang mit einem leicht anderen Muster drauf. So sieht der männliche Umhang aus und so hier der weibliche. Ja, ich habe mir beide, glaube ich, geholt, oder? Yes, beide habe ich mir geholt. Aber ich spiele sie relativ selten. Also wenn, dann spiele ich, glaube ich, den männlichen und bei den Umhängen sind auch beide relativ ähnlich. Also gibt es, glaube ich, nicht viel groß zu sagen. Dann haben wir noch die Aerodynamik-Hacke, die so futuristisch ausschaut mit diesem Sound. Sehr standardmäßig. Und auch noch, ah ne, das war schon. Oh, das war schon. Gibt keinen Gleiter dazu. Stimmt. Gab ja gar keinen, oder gab es einen? Ne, ich glaube, es gab keinen Gleiter zu diesem Set. Da kommen wir auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch hier die Daily Shop Serie gefällt, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir heute wieder die 3300 Likes. Also, falls ihr es nicht gemacht habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann haben wir erstmal den Rostflieger drin für 1200 V-Bucks. Relativ defaultmäßig. Allerdings hat er was Kleines Besonderes. Und zwar nicht nur so ein Motorsound, sondern hier hinten kommt auch so Feuer und Qualm raus. Wenn man damit fliegt. Ja, ist jetzt nicht der heftigste Effekt, aber ich würde sagen, ist in Ordnung. Dann haben wir noch den Saito-Tastisch-Emote drin für 500 V-Bucks. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil man damit richtig nice Trickshots machen kann. Falls ihr auf solche Trickshots steht, holt euch unbedingt diesen Emote. Dann haben wir noch den Verwüster drin, kann ich eher nicht empfehlen, weiß ich, ich feiere den Skin leider gar nicht. Habe ich mir damals gekauft, um ihn euch zu zeigen, aber persönlich spiele ich diesen Skin nie, also würde ich den jetzt eher nicht holen. Dann kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages und zwar dem neuen Emote Jubelschritt für 500 V-Bucks. Ich zeige ihn euch auch direkt mal. Ja, ich würde sagen, ist in Ordnung, ist für mich so ein richtig typischer 500 V-Bucks Emote, hat ein paar Bewegungen, die sich dann immer wiederholen, nicht besonders aufwendig sind, die Musik ist auch in Ordnung, aber nicht besonders episch, also würde ich sagen, 500 V-Bucks sind okay, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Emote in die Kommentare schreiben, ob ihr den eher top oder eher flop findet und wie immer Leute, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr mich natürlich gerne als Creator eintragen, einfach Creator-Code Snoxy hier im Shop eintragen und außerdem kommen jetzt für die nächsten Tage wieder krasse Gewinnspiele, ich nutze das Creator-Programm hier, um euch was zurückzugeben, quasi ihr tragt mich als Creator ein und ich mache hier dafür krasse Gewinnspiele. Ich habe mir nämlich schon wieder was zum Battle Pass überlegt. Da wird was ziemlich Cooles auf euch zukommen. Das wird dann halt jetzt zum Start der neuen Season natürlich logischerweise dann kommen, dass ich dann wieder richtig krasse Sachen an all die Leute verlose, die hier als Snoxy als Creator-Code im Shop verwenden und mich damit supporten und damit diese Gewinnspiele überhaupt erst ermöglichen. Also ja, wenn ihr Bock habt auf sowas, einfach nur Snoxy hier eintragen. Und wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr hier den Creator-Code Snoxy benutzt, dann schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare rein, dass ich euch so ein bisschen, ja, Danke da lassen kann und euch vielleicht auch mal ins nächste Video hier einblenden kann. Also ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare und vielen Dank für euren heftigen Support an der Stelle nochmal. Und dann machen wir weiter, nämlich mit der Dschungelspeerin für 800 V-Bucks. Ich würde sagen, das ist einer der besten Skins, wenn man richtig tryhardet und damit meine ich jetzt nicht so ein Tryhard-Skin, sondern ein Skin, der in den meisten Gebieten recht schlecht zu sehen ist, weil natürlich, wenn man mit einem rosanen Skin rumrennt, wird man natürlich offensichtlich schnell gesehen, man sticht in, auf der grünen Landschaft schnell ins Auge, aber mit dem Skin wird man kaum gesehen, also der fügt sich sehr gut immer in die Landschaft ein, also wenn man so wirklich auf die letzten paar Prozent Skill, Luck und was weiß ich was nicht verzichten will, dann sollte man sich diesen Skin hier holen, aber besonders schick finde ich ihn persönlich jetzt nicht, also jetzt nicht, dass ich sagen würde, boah, den müsst ihr haben, für 800 V-Bucks aber auf jeden Fall in Ordnung. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Motoranker für 500 V-Bucks. Ich finde ihn vom Aussehen her okay, das ist der Sound.
ist auch in Ordnung. Trotzdem habe ich mir die Hacke nicht geholt, weil ich denke, dass ich sie wahrscheinlich nicht so häufig benutzen werde. Aber sieht natürlich trotzdem cool designt aus, keine Frage. Also das ist auf jeden Fall eine schicke Hacke, da gibt es deutlich schlimmere. Und 500 V-Bucks ist natürlich auch ein guter Preis dafür. Und jo, das war es dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch ein Abo da lassen. Einfach runterscrollen und auf Abonnieren klicken und gerne auch mal die Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Unbedingt die Glocke aktivieren, damit ihr mal jeden Morgen eine Benachrichtigung bekommt, was so Neues hier im Shop drin ist. Lohnt sich also. Dann könnt ihr auch wieder jetzt rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt dafür, dass ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Shop zeige, dann könnt ihr gerne den Creator Code Snoxy benutzen. Vielen Dank an all meine Unterstützer und auf euch wird auf jeden Fall die nächsten Tage wieder ein cooles Gewinnspiel, beziehungsweise coole Gewinnspiele, ja, zukommen. Also ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein und danke da nochmal für euren heftigen Support. Ich kann einfach nur immer Danke sagen. Vielen, vielen Dank da an euch. Und ja, auf die Endcard blende ich euch noch ein Video von letztens ein. Ich bin ja aktuell ein bisschen unterwegs, deswegen kann ich aktuell nicht so viele neue Videos produzieren. Also falls ihr das letzte hier oder die letzten zwei, ich blende euch mal zwei ein, dann könnt ihr jetzt hier draufklicken und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Bis dann. Tschüss.